Rusya'dan Anastasia ile Nancy birbirine bağlayan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Peki Polonya'dan Roman'la Almanya'dan Paula'yı ya da Fransa'dan Aude'la Avusturya'dan Fritz Eger ve Michael Eger'i? Doğru. Benzersiz malzeme ahşaba olan tutku. Bu tutku Tirol'deki ilk adımlarımızla uluslararası varlığımızı birleştiriyor. Bu sayede aile şirketimizin değerleri ve vizyonları sorumlu ticaretle bir araya geliyor. Mein Opa tut bei Mika gearbeitet, mein Papa arbeitet auch bei Mika. Der Grund, dass ich bei Mika bleiben werde, ist einfach das, dass ich das Familiäre einfach so spüre. Man muss sich nicht verstehen. Es ist einfach so, du kommst da die Firma rein und kannst einfach so sein, wie du bist. Das ist einfach neu. Bu tutku, insanlık tecrübemizle girişimcilik becerimize ve güçlü yönlerimize olan güvenimizi birleştiriyor. Bei Eka ist es sicher so, dass die Leute bleiben, weil sie sich aufgehoben fühlen. Die Chancen bei Eka, glaube ich, sind enorm. Vom Lehrling zur Führungskraft ist alles drin. Und die eigenen Mitarbeiter, wenn sie gut ausgebildet sind, sind einfach das Kapital der Firma. Bu tutku, müşterek mücadeleyi yenilikçi çözümlerin geliştirilmesiyle birleştiriyor. Bizi her gün harekete geçiren şey bu eşsiz malzemeye duyduğumuz tutkudur. Auf Eker kann man sich verlassen. Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen und das Wichtigste ist bei uns, wir haben Mitarbeiter, die nicht mitarbeiten, sondern die mit Herz, Hirn und Hausverstand dabei sind. Je größer der Betrieb wird und Wachstum steht nach wie vor auf unserer Agenda, umso wichtiger wird, dass man auch Fehler zulässt. Aus Fehlern lernen, sie dann zu korrigieren, das ist einer der entscheidenden Erfolgspunkte, begleitet durch eine unheimliche Menge an Glück. Wir sind beide keine Ja-Sager. Wir wollen das gerade, ehrliche Wort. Am Ende eines Vertrages wird bei uns ein Handschlag gemacht. Und wir sind bekannt, dass egal ob Verkauf oder Einkauf oder bei Mitarbeitern, der Handschlag gilt. Wenn es uns gelingt, diese Werte auch in die nächsten Generationen zu bringen, dann glaube ich, ist ein Wachstum unseres Unternehmens so gut wie gegeben. Fritz Eger Senior'ın 1961'de henüz yolun en başındayken ortaya attığı, bugün bizim için hala büyük bir motivasyon kaynağı olan basit ama vizyoner fikri hatırlayalım. Fritz Eger, ahşap çöpe atılamayacak kadar değerlidir diye düşünerek St. Johann'daki kereste fabrikasını bir yonga leva tesisine dönüştürdü. Fritz Eger war ein Mann, auf den man sich verlassen konnte, der einen Weitblick hatte, der dynamisch war und von seiner Idee überzeugt war. Ich habe als junger Techniker die erste Spannplattenanlage hier in St. Johann installiert, 1961. Es gab ja damals nur ganz wenig Know-how, das haben wir uns größtenteils dann selbst erarbeitet. Wir waren in der Zeit wirklich fleißig, Tag und Nacht, muss man schon sagen. Wenn ich allein dran denke, wir hatten damals 28 Mitarbeiter und heute sind es über 10.000 Mitarbeiter weltweit. Der Großvater war nicht nur Tiroler, er war ein Ur-Tiroler, bodenständig. Er hat seine Vision klar im Kopf gehabt und die hat er zielstrebig verfolgt und der ist er nachgekommen. Mein Vater und mein Onkel gemeinsam haben das Unternehmen wirklich international aufgestellt und sehr erfolgreich aufgestellt, haben die Vision vom Großvater schon weitergetrieben, dass wir nachhaltig wirtschaften und eigenständig auch wirtschaften. Dass wir das investieren, was wir erwirtschaftet haben, das geht nicht in die Familie, das geht in den Betrieb. Ich sehe meine Pflicht, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen, den über 10.000 Mitarbeitern auf jeden Fall einen Arbeitsplatz zu bieten, der nachhaltig ist, der auch sicher ist und den sie in den nächsten 60 Jahren auch noch geben wird. Avusturya'da evimizdeyiz ve 10 ülkede 20 tesis ve dünyanın dört bir yanındaki satış ofisleriyle faaliyet gösteriyoruz. Wir sind über die letzten Jahrzehnte von Österreich kommend über Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und jetzt auch Amerika stark gewachsen. Das bringt es natürlich mit sich, dass wir durch die vielen Kulturen
die uns verbinden, eine hohe Vielfalt haben. Die wollen wir nützen, dass sich unsere Mitarbeiter einbringen können und aus verschiedener Perspektive dann Themen anders beleuchten können. Aile şirketimizin değerleri ve benzersiz Eger ruhu şirketimizin her noktasında hissedilebilir. Wir haben eine Politik in unserer Firma und deswegen passen wir ganz gut zueinander. Ich kann zum Beispiel in ein anderes Werk kommen, in ein anderes Land und genau im Werk fühle ich mich wie zu Hause. Wenn du was verbessern willst, dann kannst du einfach sagen, das ist sehr schön. Das ist die Kunst, mehr aus den Menschen zu machen, nicht nur mehr aus Holz zu machen und den Mitarbeiter abzuholen, der eine gute Idee hat, eine kleine Idee, vielleicht mit einer großen Wirkung, und diese zu hören, aufzunehmen und in die Werke vervielfältigen und alle profitieren von dieser Idee. Diese Aufgeschlossenheit zeichnet das Unternehmen von Anfang an aus, aber auch die Bereitschaft und der Wille, ständig besser zu werden. Es ist die sehr hohe Mitarbeiterorientierung im ganzen Unternehmen über alle Kulturen, über alle Standorte im Unternehmen hinweg. Diese unglaubliche Bereitschaft von Kolleginnen und Kollegen, sich für das Unternehmen einzusetzen, die ist einzigartig. Egger war immer eine Marke. Egger hat immer Dinge anders gemacht. Wir haben Kunden gewonnen, die an die Marke, an die Produkte, an die Kultur des Unternehmens geglaubt haben. Dünya çapında büyümeyi yalnızca birlikte başarabiliriz. Müşterilerimizle birlikte yeni pazarlar yarattık ve Eger markasının yerini dünya çapında sağlamlaştırdık. Tedarikçilerimizle birlikte de sektörümüzde teknolojinin öncüsü olduk. Dünya çapında ahşaptan daha fazlasını yapan herkesin her şeyden önce olağanüstü, işlevsel ekiplere ihtiyacı vardır. Bu büyüleyici malzemeyle çalışmaktan zevk alan ekipler. Bu yüzden tesisimizdeki bu gürültünün yanı sıra... bu sesleri de duyarsınız. İster mobilya ve iç tasarım, ister döşeme veya yapı ürünleri olsun, nihayetinde bu sevinç sayesinde olağanüstü ürünler ve hizmetler sunabiliyoruz. Es geht Leidenschaft, es geht die Träume, es geht Emotionen. Man sollte sich, wo man wohnt, wo man lebt, wo man arbeitet, wohlfühlen. Unsere Produkte ermöglichen, dass jeder sich seine persönliche Welten schaffen kann. Also unser Ziel ist es ja immer, so nah wie möglich an der Natur zu sein. Die Realität auf die Platte zu bringen. Man hat das Dekor, also das Design, und dann kommt noch die Oberfläche und die Haptik. Die Herausforderung ist es, langlebige Produkte zu entwickeln. Gesund, nachhaltig und am Puls der Zeit, so dass es sich aber jeder leisten kann. Müşterilerimize her şeyi tek bir kaynaktan sunma iddiasındayız. Dekor, yapı ve malzeme kompozitlerinde dünya üzerindeki tek tam kapsamlı ürün sağlayıcısı olarak müşterilerimize mümkün olan en geniş tasarım özgürlüğünü sunuyoruz. Also aus diesen Platten werden eigentlich die diversesten Sachen gemacht in einem Haushalt, von der Küchenarbeitsplatten über die Küchenunterschränke, Oberschränke, Wohnzimmermöbel, Badezimmermöbel, und die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, wo in ihrem Haushalt überall Eckerplatten drinnen steckt. Yaşama yönelik fikirler refah sunan ürünler halinde geliyor. Es fängt beim Boden an, da stehen wir jeden Tag drauf, und ein guter Boden ist die Basis für schönes Wohnen. Uns gibt der Erfolg recht, weil wir mit diesen lokal produzierten ökologischen Böden ja auch einen gewissen Trend abdecken, nämlich nachhaltiges Wohnen. Nachhaltiges, leistbares Bauen mit Holz, das ist unsere Vision. Holz ist beständig, ist ein atmungsaktiver Werkstoff, wo man nicht sehr viel Bauchemie beisetzen muss. Und der große Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen ist es, dass man sofort einziehen kann. Also der ideale Werkstoff für die Zukunft. Grup çapında araştırma ve geliştirme yetkinlik merkezimizde ürün ve teknoloji trendlerini test ediyor, optimize ediyor ve değerlendiriyoruz. Im Zusammenhang mit der Holzbranche ist ein Labor, wie wir sie vorfinden, sicher was Einzigartiges. Wir analysieren Holz, wir analysieren Inhaltsstoffe in den Oberflächen, Bodenproben, Luftproben, Abwasserproben und schauen, dass wir am Ball bleiben und eben ein Gefühl zu kriegen, was könnte in Zukunft auf uns zukommen.
Böylece müşterilerimize hem bugün hem de yarın için güvenilir bir kaliteyi garanti edebiliyoruz. We at EGGA have something we call EGGA Standard. It's same quality worldwide, same colors, structures, and we can rely on this quality everywhere. And customers also feel that. I'm not selling only a product, I'm selling the quality, the design, the service, and us as a company. Verlässlichkeit ist ein ganz hohes Gut bei EGGA. Wir wollen, dass unsere Kunden, unsere Partner, unsere Mitarbeiter sich auf uns verlassen können. Und wir versprechen auch unseren Partnern nur das, was wir auch halten können. Her birimiz tam bir bağlılıkla her gün bunun için çalışıyoruz. Ja, wir stapeln vorher bewegen pro Tag Unmengen von Holzprodukten. Ja, ist schon eine logistische Herausforderung, die ganze Verladerei mit der Eisenbahn, mit LKW. Das Wichtigste ist, dass der Kunde zufrieden ist. Das ist auch ein Versprechen von EGGA gegenüber dem Kunden. Şeffaf işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle bilgilerimizi pazar taleplerinden daha da yüksek bir açıklıkla paylaşıyoruz. Bei uns kann man wirklich sehr tief reinschauen, wie wir wirtschaften, wie wir einkaufen, wie wir unsere Mitarbeiter beschäftigen. Also man bekommt tiefe Einblicke darin, wie EGGA funktioniert und was EGGA vor allem für eine gute, positive Zukunft leistet. Das Arbeiten mit Holz ist für mich einfach spannend, interessant. Allein schon, wenn du heute durch den Holzplatz gehst, der Geruch, wie es da riecht und natürlich, dass man aus dem Holz etwas Neues draus macht und nicht nur das Holz verharzt, das ist für mich auch wichtig. Wenn man davon spricht, in geschlossenen Kreisläufen zu arbeiten, bedeutet, dass man mit dem Rohstoff Holz verantwortungsvoll umgeht. Mit Altholz und Recycling beschäftigen wir uns seit deutlich über 20 Jahren. Die Spanplatte kommt über den Kreislauf Altholz-Recycling wieder an uns zurück und fließt dann parallel mit Frischholzsortimenten wieder bei uns in die Produktion ein und wir produzieren wieder eine Platte daraus. Nous avons une grande responsabilité dans le respect de l'environnement et nous devons nous assurer que les bois proviennent de forêts gérées durablement. La protection de l'environnement est vraiment très importante pour nous. İnsanlara ve doğaya karşı sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Doğayla bizim kadar iç içe olan herkes, yalnızca sürdürülebilirlik odaklı düşünmekle kalmamalı, aynı zamanda işlerini günlük olarak buna göre yönetmelidir. Duruşu olan bir aile şirketi olarak tüm kararlarımızı dikkatli bir şekilde alıyoruz. Hem bugün hem de yarın. Çalışanlarımız, ortaklarımız ve müşterilerimiz için. Çünkü ancak bu şekilde... Mehr aus Holz. Aus Holz. From wood. Bien plus que du bois. Mehr aus Holz. Wert ist Dreva. Aschattan darf was lassen. Mehr aus Holz. Lutsche ist Dereva. Mehr aus Holz. Mein Mold in Lehm. Mehr aus Holz. Wienze ist Drevna. Mehr aus Holz. Mas de Madeira. Mehr aus Holz. Mehr aus Holz. Mehr aus Holz. Mehr aus Holz. Mehr aus Holz.